Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Sportpark CC Workout Video. Ich bin Bernadette und in diesem Video zeige ich dir eine kurze Theraband-Kräftigung für den gesamten Körper. Wie ihr vielleicht wisst, bin ich ein riesen Fan von Therabändern, weil sie einfach so klein und leicht sind und man damit überall trainieren kann, sei es im Wohnzimmer oder auf Reisen. Für das folgende Video benötigst du eine Matte und ein Theraband bzw. ein Band einer anderen Marke in mittlerer Stärke. Los geht's! Schnapp dir dein Band und stell dich in die Mitte des Bandes. Die beiden Enden sollten gleich lange sein. Du greifst die Enden mit beiden Händen. Geh leicht in die Hocke. Wandere zwei Schritte in eine Richtung, dann heb die Arme, geh wieder in die Hocke. So geht das hin und her. Also du gehst gleichzeitig in die Hocke und streckst deine Arme über den Kopf aus. Dazwischen zwei Schritte, rechts und links im Wechsel. Was trainieren wir hier? Du spürst es in den Oberschenkeln und du spürst es in den Schultern. Wir haben hier zwei Muskelgruppen, die wir gleichzeitig trainieren. Lass den Rücken dabei gerade, wenn du tief gehst. Achte darauf, dass deine Knie hinter den Zehen bleiben, wenn du in die Hocke gehst. Und atme aus, wenn du in die Hocke gehst. Wir haben hier eine Minute pro Übung. Das heißt, du kannst hier dein Tempo wählen, so schnell du möchtest. Schau, dass du die Minute durchhältst. Wie gesagt, wir trainieren Oberschenkel und Schultergürtel gemeinsam. Zwei Muskelgruppen mit einer Übung. Auch wenn es schon ein bisschen brennt. Mach weiter, komm in die Hocke. Auslocken, Pause machen. Zweite Runde, das Band kreuzen. Heb jetzt diagonal, das heißt dein linkes Bein und deine rechte Hand gleichzeitig. Los geht's. Linkes Bein, rechte Hand gleichzeitig zur Seite strecken und dabei die Balance halten. Wenn du so wie ich auf der Matte stehst, wirst du merken, dass es ein bisschen wackelig wird, wenn du auf einem Bein stehst. Das ist natürlich bewusst gewählt. Du hast hier auch einen Instabilitätsfaktor, das heißt Rumpfaktivierung ist dabei und die tiefen Muskeln werden auch stabilisiert. Atme aus, wenn du Bein und Arm hebst. Und achte darauf, dass du das Band führst. Lass dich nicht vom Band führen, sondern du bist der Herr über dein Band. Wähle das Tempo, so wie es dir angenehm ist. Atme aus beim Heben. Zieh den Bauchnabel nach innen. Du spürst es hier in der Schulter und du spürst es vielleicht seitlich im Gesäß ziehen. Auch bei dieser Übung trainieren wir mehrere Muskelgruppen. Hauptsächlich spürst du es in der Schulter, seitlichen Gesäß, aber auch im seitlichen Rumpfbereich, also im Bauch. Pause machen. Wir haben hier eine Minute pro Übung. Die Pausen sind mit 30 Sekunden angesetzt, dass du hier ein bisschen Erholung hast und mit dem Band arbeiten kannst. Zweite Seite. Wir heben jetzt das rechte Bein und die linke Hand. Auf los geht's los. Eine Minute lang, die zweite Diagonale. Atme aus, wenn du Bein und Arm hebst. Ein Lächeln schadet natürlich nie. So, wir trainieren auch hier wieder diagonal. Das bedeutet, wir haben auch diagonale Rückenmuskeln aktiv. Der ganze Rumpf muss hier stabilisieren. Verstärkt wird das durch die Tatsache, dass du auf der Matte stehst und auch ein bisschen instabil stehst. Also zweite Diagonale auch eine Minute lang durchziehen. Ausatmen beim Hochgehen, dein eigenes Tempo wählen. Es geht hier um Kraftausdauer. Das heißt, wir haben hier mindestens 15 Wiederholungen in der einen Minute, je nachdem, wie schnell du arbeitest. Achte auf die Balance, achte darauf, dass du das Band führst und nicht umgekehrt. Du stabilisierst, du bestimmst, was das Band macht. Aber wir haben es gleich geschafft. Durchhalten, fertig. Vorerst, Übung Nummer 4, Ausfallschritt. Stell dein rechtes Bein nach vorne, das linke Bein steht auf dem Band. Nimm die Bandenden beide in die linke Hand, bauchfest einziehen und den Ellbogen neben dem Kopf lassen. Auch hier eine Kombinationsübung, Oberschenkel, diesmal Armrückseite dazu. Wir kommen in die Hocke und strecken den Arm über Kopf aus. Beim Hochgehen ausatmen.
Achte darauf, dass dein Ellbogen hier wirklich neben dem Kopf bleibt und nicht nach vorne wandert oder zur Seite. Also hier haben wir einen Ausfallschritt, das heißt, du trainierst die Beinmuskulatur, Oberschenkel, Vorderseite und Gesäß, Beinrückseite auch. Und natürlich den Trizeps, die Oberarmrückseite, die ist ja auch dabei. Eine Minute lang durchziehen, ausatmen beim Hochgehen. Gleich geschafft. Mehrere Muskelgruppen aktiv, der Bauch ist fest angespannt. Und wir halten durch, eine Minute pro Übung. Bisschen noch, wir haben es gleich. Auch wenn die Balance schwierig ist, einfach durchhalten. Ausatmen, rhythmisch mitatmen, das ist immer gut. Und Pause machen, geschafft? Wir wechseln die Seite, steigen mit deinem rechten Bein in das Band. Das linke Bein kommt nach vorne in den Ausfallschritt, beide Bandenden in die rechte Hand. Der Ellbogen geht wieder neben den Kopf und bleibt dort. Zweite Seite, alles klar, wir kennen uns schon aus. Es geht los, komm in die Hocke und streck den Arm aus mit dem Hochgehen. Ausatmen beim Hochgehen, Bauch einziehen, ihr wisst das schon von der ersten Runde. Jetzt kommt die zweite Seite dran. Eine Minute lang Trizeps-Training. Trizeps Oberarmrückseite, ihr wisst, auch bekannt als Winke-Winke-Muskel. Ich erkläre euch nicht, warum der so heißt, man kann sich das vorstellen. Ausatmen mit dem Hochgehen. Hinteres Bein ganz durchstrecken, wenn du hochgehst. Das ist wichtig, damit du hier auch das Gesäß aktivierst beim Aufstehen. Balance halten, so gut es geht. Wenn du nicht möchtest, musst du hier nicht auf einer Matte stehen. Dann ist von der Balance her ein bisschen leichter. Atme aus beim Hochgehen. Und wir haben es gleich. Ellbogen bleibt neben dem Kopf, nicht nachlässig werden. Die letzten Wiederholungen. Geschafft. Und wir gehen weiter zu unserer nächsten Übung, Liegestütz. Dafür kniest du dich auf die Matte, gibst das Band hinter deinen Rücken um die Schulterblätter und Achtung, das Band kommt innen unter den Achseln nach vorne. Du nimmst die Bandenden in die Hand, die Arme sind dabei leicht gebeugt und stützt die Hände auf der Matte ab. Die Knie wandern ein Stückchen hinter die Hüfte und nun geht's los. Liegestütz, Brustmuskel, die nächste Muskelgruppe, die Nasenspitze geht zwischen die Daumen oder sogar noch weiter zwischen die Zeigefinger. Das ist wichtig, dein Kopf muss vorne bleiben, sonst ist die Übung geschummelt. Die Nasenspitze geht zur Matte zwischen die Hände, nicht hinter die Hände. Der Bauch ist eingezogen, atme aus beim Hochgehen. Das ist eine klassische Liegestützvariante mit einem kleinen Erschwernisfaktor durch das Theraband. Das gibt ein bisschen mehr Power beim Hochgehen. Also hier nicht locker werden im Bauch, sondern fest gespannt halten bis zum Schluss. Wir haben wieder eine Minute Brustmuskeltraining. Immer die Nasenspitze vorne halten und am besten zur Matte tief kommen. So, die letzten Wiederholungen. Ich weiß, es ist anstrengend. Halte durch. Geschafft. So, ein bisschen auslockern, Brustmuskel geschafft. Wir gehen weiter zur Bauchmuskulatur. Dafür legst du dich auf den Rücken und legst dein Band um die Fußsohlen. Die Beine streckst du in die Luft und das Band greifst du etwa neben den Knien und die Enden kannst du wieder um die Hände wickeln, wenn dich das sonst stört. Achtung, die Hände wandern gestreckt neben das Gesäß und das Brustbein zieht gleichzeitig nach oben. Atme aus, wenn du dich aufrichtest. Und achte auf deine Beine, die sollten nicht wackeln. Deine Beine bleiben kerzengerade zur Decke gestreckt. Das ist eine ziemlich intensive Übung für den Bauch. Gerade Bauchmuskulatur trainieren wir hier. Aber wir haben auch die tieferen Bauchschichten bzw. den Beckenboden sogar mit angespannt, weil dieses Band einfach eine andere Aktivierung herbeiführt. Ausatmen beim Hochgehen. So, ich weiß, du kannst schon fast nicht mehr, aber wir haben noch ein bisschen. Solltest du gar nicht mehr können, mach kurz Pause und steig wieder ein. Hier ist die Bauchspannung sehr intensiv, die wir aufbauen, aber der Erfolg, der gibt uns nachher recht. Wir haben einen schönen, strammen, durchtrainierten Bauch nach dieser Übung. Ausatmen beim Hochgehen, geschafft. So, Übung Nummer 8, die letzte Übung, richte dich auf, komm in den Sitz.
Wickel die Bandenden etwa einmal um die Hände und beuge deine Beine. Achtung, jetzt Oberkörper aufrecht, ganz gerader Sitz, den Rücken rund machen und die Arme dann öffnen in eine Y-Position über den Kopf. Das heißt, beim Öffnen ziehst du die Arme auch etwas nach außen. Vom Rundrücken in die gestreckte Position gehen. Wobei gestreckt hier sogar Hohlkreuz bedeutet. Rundrücken, Hohlkreuz. Hohlkreuz ist in der Position nicht schädlich, denn wir haben hier Spannung über das Theraband. Was trainieren wir hier? Wo spürst du es? Ich würde sagen, wir trainieren hier den Rückenstrecker und ein bisschen die Schulterblattmuskulatur. Ich würde nicht sagen, ich weiß es natürlich. Ausatmen, wenn du streckst. Die gebeugten Beine bewirken, dass wir hier alle einen gestreckten Rücken hinbekommen. Das heißt, es gibt keine Ausreden, dass du vielleicht zu ungedehnt bist. In dieser gebeugten Beinposition bekommst du einen geraden Rücken bzw. ein leichtes Hohlkreuz hin. Garantiert. So, wir haben es geschafft. 8 Übungen sind durch, alle wichtigen Muskelgruppen. Dieses kurze Ganzkörper-Workout eignet sich bestens als schnelles Training auf Reisen im Hotelzimmer. Statt einer Matte kannst du hier auch ein Handtuch mehrfach zusammenlegen und darauf die Bauchmuskelübungen machen. Das Theraband-Workout macht sich aber auch gut nach Ausdauersportarten wie Laufen oder Nordic Walken, um den Stoffwechsel zu boosten. Viel Erfolg bei deinem Training und ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist. Tschüss, deine Bernadette.